Ahoi Männer, alles klar? Jawohl, jawohl. Und schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer weiteren Folge. Und hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir spielen weiter. Ja, okay, wir sind gerade mitten dabei bei der Bergung der Enigma. Die liegt hier unter uns, könnte man quasi sagen, so. Irgendwo. Und zwar ist das U299 und wir sollen die Enigma bergen. Wir machen das mit einem unseren Technikern. Und zwar habe ich gedacht, dass wir den Mustermann dafür nehmen. Zurzeit sind wir noch dabei und haben den Luftraum auch schon gesichert. Ah, jetzt hat er kurz gehangen. Da hat er kurz gehangen. Habt ihr das gesehen? Herr Kaloy. So. Okay, da hat er kurz gehangen. Da habe ich mich schon fast innerlich schon wieder aufgeregt, weil manchmal, ja, letztens, seitdem die B131, habe ich echt viel Crashs vom Spiel, muss man ehrlich sagen. Da fehlt die Stabilität des Spiels noch ein bisschen. Und ich habe hier schon eine echt leistungskranke Maschine stehen. Also an mir kann es nicht liegen. Okay, dann jetzt schauen wir mal. Das wäre erstmal, machen wir hier. Weißlicht dann, das kann ja, hält ja keiner mehr aus hier, ständig. Immer diese Dustere. So, und dann packen wir dir mal den Taucheranzug ins Inventar. Okay, aber der ist vorne. Oh, der ist vorne. Falsche Richtung. Ja, lass mich mal durch da. Ich bin schließlich Offizier. Dann holen wir uns den von vorne weg. Das ist ja alles kein Problem. So. Schmeckt lecker, macht sauber, die faule Sau. Okay. Okay, dann müssen wir das wieder rauspacken und das reinpacken. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen. So, mal schauen, ob wir das jetzt schon so starten können. Ein paar Strandete haben wir auch schon aufgenommen. So, dann werden wir mal den Taucher entsenden. Charakter auswählen. Ist das jetzt dein Ernst? Da, Max Mustermann, da ist er noch. Okay, haben wir. Und ja, auf geht's. Tauchen wir mal abwärts. Der geht jetzt runter da, der Kollege Schnürschuh. Wir werden das Wartezeitfenster mal schließen. Und dann hoffen wir mal, dass das läuft. Was der da unten findet. Das würde mich ja auch mal interessieren. So. In der Zwischenzeit. Pass auf, wir stehen ja sowieso. Kapitän? Pershing, kannst du dich eigentlich ausruhen? Jawohl. Genauso wie Burago, ihr könnt euch auch ausruhen. Das Wichtigste ist jetzt halt nur. Okay, wir sind unten angekommen. Was ich auch sagen würde, das Wichtige ist halt nur, dass der Luftraum überwacht ist und dass einer oben auf der Brücke steht und guckt, was los ist. So, wir schauen mal, der ist jetzt abgetaucht. Was jetzt da los ist. Nachdem aufs Kommandoturm heruntergelassen wurde, versucht Offizier Max Mustermann, die Außenluke zu öffnen. Doch ohne Erfolg, die Luke scheint stark beschädigt zu sein. Und um sie öffnen zu können, würde viel Kraft und Zeit kosten. Es würde vermutlich schneller sein, durch den Notfallluke in die Kombüse einzusteigen. Dann machen wir das doch. Notfallluke. Geh mal rüber da. Wir verfolgen dich von hier. Da hat das Boot einen weggekriegt. Das ist nicht gut, du. Er tigert da jetzt ganz gemütlich hin. Und jetzt sind wir bei der Notfallluke. Er ist schon drin im Boot. Er ist ja geil. Okay. Okay. Und der Offizier. Offizier Max Mustermann hat es geschafft, durch die Notfallluke in der Kombüse mit dem Mannschaftsfreund zu gelangen. Die Luke, die er zur Zentrale führt, ist blockiert. Versucht die Luke zu öffnen. Okay, dann versuchen wir mal die Luke zu öffnen. So, okay, Unteroffizierraum. Offizier Max Mustermann schaffte es zwar, die Luke zu entriegeln, aber als er versuchte, sie zu öffnen, gelang ihm das nicht. Ließ nur einen Schluss zu, dass das Abteil auf der anderen Seite nicht mit Wasser gefüllt sei. Zu seiner Überraschung hörte er kurz danach ein paar Klopfgeräusche und schwaches menschliche Stimmen auf der anderen Seite. Ist jedoch jemand am Leben? Oh mein Gott, das gibt's ja wohl nicht. Da überlebt einer.
Max Mustermann gelang es, mit den Personen zu kommunizieren, die in der Zentrale gefangen waren. Es sind der Funker und seine Matrosen. Sie sind schon seit einigen Tagen auf dem Boot gefangen. Sie bestätigen, dass die Enigma-Maschine haben. Wenn sie. Okay, das ist schon mal geil. Okay, wenn wir jetzt die obere Luke öffnen, die ja angeblich erst zu schwer ist, würde die Luftbrause, also die Luftblase, es schaffen, sie nach oben zu saugen. Dann werden wir das jetzt mal machen. Dann gehen wir zurück zur anderen, zum Kommandoturm, zu der Luke. Und gucken, ob wir da jetzt was erreichen können. Ist auf jeden Fall geil gemacht. War ja schon in der B-129 so. Das ist schon echt toll. Ne? Dass der Taucher so durchs U-Boot geht und alles, das ist schon echt toll geworden. Da haben sie sich echt was einfallen lassen, muss man sagen. Ne? Und der Max, der macht das da ganz klasse, der Mustermann. So. Okay, das dauert, die Luke aufzubrechen. Da haben wir Zeit. Da haben wir Zeit, das können wir jetzt, das kann dauern. Das ist sehr langsam. Oha. Na gut, dann gehen wir mal zurück zu seinem Boot. Und gucken mal, was der alte Tuk-Tuk-Tan so treibt. So, okay. Böti, was los hier? Ja, okay, Luftraum wird noch überwacht. Unsere Leute ruhen sich aus. Wir könnten vielleicht ein bisschen schneller machen. Ich hoffe jetzt nur, dass wir jetzt hier nicht unerwarteten Besuch bekommen. Von Flugzeugen oder hast du nicht gesehen? Weil wir haben schließlich deinen Mann unter Wasser. Oh, okay. Die sind schon wieder da. Ein Seemann befindet sich in kritischem Zustand. Der ist schon wieder an Bord. Jetzt, das ging aber schnell. Das habe ich jetzt übersprungen. Das gibt's ja gar nicht. Okay, wo ist Herr Burago? Kaloy. Burago, komm mal schnell her. Posten verlassen, einmal aufstehen. Du bist der Sanitäter hier. Du musst nur Sanitätskoffer. Jetzt muss ich überlegen. Sanitätskoffer, war der hier oder war der hinten im Lager? Der war hinten im Lager. Okay, schnell Sanitätskoffer holen und dann kümmerst du dich darum. Der legt den schon da hinten hin. Das ist der verletzte Funkoffizier. Also bin ich da, ihr Sackratten. So, einmal schnell rein die Kiste. Und dann gehen wir mal gucken, ob wir dem den Po pudern können. Zack, 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 runter. Wo ist er? Wo ist er? Oha, okay. Jawohl. Okay, kümmere dich mal darum. Das sieht schon mal ganz gut aus, dass du das machst. So, wo bist du denn jetzt? Da wollten wir mal gucken, mal hier in der Aufnahme. Hinten war er, ne? Hinten? Nein, vorne. Vorne ist er, im Bugbereich. Wollen wir uns das mal angucken jetzt, hä? Ne? Hä? Bin ich besoffen? Ah, hier, da ist er. Okay, der Seemann wurde stabilisiert, perfekt. So. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal ganz flott auf den Weg und sehen zu, dass wir hier wegkommen. Also. Obwohl, kann man da noch mal runtertauchen zu dem Wrack? Herr Kaloy? Kann man da noch mal runtertauchen? Mal schauen, warte mal, wo ist denn unser? Das ist jetzt hinten. Nur mal schauen, ob wir da noch mal runterkommen. Ich komme ja gar nicht durch mit meinem dicken Arsch, ey. Mann, 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 Mann. Vielleicht können wir da noch irgendwas bergen bei dem Boot. Aber hier ist nichts mehr zu machen. Nee, hier ist nichts mehr zu bergen. Hier ist nichts mehr zu bergen. Das hat sich dann wohl erledigt. Aber wir könnten ja mit den anderen Wracks mal hinfahren. Jetzt mal echt ohne Scheiß, was machen wir jetzt auch mal? Das müsste ja in etwa hier sein. Da werden wir mal hinfahren, gucken, ob wir da was wegschnacken können. So, das ist ja auch nicht tief. Das sind hier nur 148 Meter. Hier sind es 114. Wir fahren da mal hin und gucken mal, ob es da was gibt. So, dann können wir den Luftraumüberwachung, das behalten wir noch bei, die Luftraumüberwachung. Und dann werden wir jetzt mal Kette geben. Gucken, dass wir da hinfahren. Vielleicht gibt es da noch was. Ansonsten verziehen wir uns jetzt hier gleich. Und da haben wir jetzt einen neuen Offizier an Bord.
Das ist ja cool. Aber der kann wahrscheinlich nichts machen. Mal gucken, ob wir mit ihm gleich reden können, was los war. Feindlicher Zerstörer auf 11 Uhr. Ja, das ist der Kaputte, meine Freunde. Ihr macht hier immer eine Welle. Das gibt's gar nicht. So, dann fahren wir da mal ran mit dem Boot. Ein Seemann ist gestorben. Willst du mich verarschen? Wer ist denn jetzt gestorben? Hä? Wer ist denn hier jetzt bitte verreckt? Okay, jetzt muss ich mal schauen. Okay, was ist das Problem hier bei euch? Wer ist gestorben? Ach, ich habe den Matrosen nicht verarztet. Jetzt habe ich nur diesen Perry hier an Bord. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Okay. Aber wir versuchen jetzt mal unser Glück. Wir sind jetzt hier über diesem Wrack. Hoffe ich zumindest. Aber irgendwie auch nicht. Oder irgendwie auch doch. Aber irgendwie auch doch nicht. Inspektion. Naja, an Bord nehmen können wir die nicht mehr. Und das Wrack ist irgendwo unter uns. Aber ich kann das gar nicht so orten jetzt. Schade eigentlich. Dann hat sich das wohl erledigt. Oder ich bin einfach nur zu doof dafür. Das kann auch sein. Hm, hallo? Er zeigt mir auch nichts an. So, jetzt tauchen oder so. Er zeigt mir gar nichts an. Na gut. Okay. Mustermann. Dann kommen wir wieder rein in die warme Stube. So, wir gehen auf kleine Fahrt und dann verdrücken wir uns hier wieder. Raus aus der Schoße. Ich würde sagen, wir fahren außen lang. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht nochmal was finden. Ne? Wir haben ja noch ein paar Aaler an Bord. Vielleicht können wir hier noch was wegsnacken. Luftraumüberwachung brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist der Zerstörer, den ich versenkt habe. Das ist der Zerstörer, den ich versenkt habe. Hm. Abfangkurs berechnen. Kannst du gar nicht Abfangkurs, siehst du? Ich dachte schon. Okay. Kurs auf weg diese hier. Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten Abfahrt. Setzen. So. Okay, Opa Hans, du gehst dann erstmal die Kursbestimmung. Wir müssen da nichts mehr machen. Und Herr Mustermann, dich werden wir jetzt erstmal wieder entkleiden. So, Lager öffnen. Passt doch. So, jetzt haben wir ja diesen Perry hier an Bord. Jetzt haben wir hier noch einen Offizier an Bord. Ein Funkoffizier. Ja, der ist bestimmt ziemlich verstört, dass alle seine Kollegen abgesoffen sind. Aber das wird schon wieder so. Okay, einmal Lenzpumpe anmachen. Und dann gucken wir nochmal nach den Druckluftbehältern, ob die voll leer oder weiß Gott was sind. Nehmen wir nochmal Zeit, dass wir die mal einschalten. Das wird Zeit, dass wir die einschalten. So. Kraftstoff haben wir noch lange Meter. Wir gehen auf halbe Fahrt und weg hier. Kette. So, rein theoretisch gesehen könnten wir jetzt ja dich in die Ruhepause schicken. Und Dr. Ernst Pied, den schicken wir jetzt erstmal einen Funk. Ja, das ist doch mal eine Idee. Herr Kaloy. Und der hat auch die Enigma. Ey, warte mal, kann ich hier die abknüpfen? Ja, mit der Enigma.
Die brauchst du nicht. Nachher passiert dir was und dann ist die weg. So, Funk bewachen und dann wirst du jetzt erstmal ein bisschen die Motivation steigern. Nachdem wir hier zwei Zerstörer versenkt haben, können wir ruhig mal ein bisschen was Gutes für unsere Leute tun. Und machen uns jetzt mal auf den Weg. Und schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwo was finden in der Ecke. Was sich irgendwie so lohnt für uns zu versenken. Rohr 1 geladen. Schauen wir mal. Ja, das sind die Wracks. Aber wir sind ja schon weg. Das soll uns nicht mehr stören. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen schneller tigern. Ich fahre noch auf E-Batterien. Aber ganz schnell auf Dieselmotor wechseln. Das war ja knapp jetzt. Stimmt, die hätte ich ja vorhin umgeschaltet. Habe ich noch gar nicht zurückgeschaltet. Das war jetzt mein Fehler. So, und du hast ja dann hier nur den. Das wissen wir ja. Da ist nichts. Das haben wir geklärt. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier noch irgendwo was finden. Dann fahren wir nämlich so und fahren ganz gemütlich durch den Ärmelkanal zurück nach Wilhelmshaven. Da sind wir ein bisschen unterwegs und können vielleicht noch mal ein bisschen Beute machen. Wäre ja eigentlich nicht verkehrt. So, hier haben wir auch eine schöne Wassertiefe. Puh, so müde. Und dann Rauch am Horizont. Kurs setzen. Abfangkurs. Da, siehst du, da haben wir doch schon wieder was. Los, Randa. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Was ist denn da? Kleine Gruppe? Ein Schiff? Vielleicht gibt's ja was Feines. Geh du mal bitte auf Brücke. Was macht ihr denn eigentlich alle im Bett? Was stimmt denn mit euch nicht? Sollen wir das Radio ausschalten? Was haben wir denn da? Schiffchen. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ach, Schiffchen. Ach, schau mal einer an. Ein englischer Frachter. Ich würde mal sagen, dem steuern wir mal entgegen, dem Kumpel. Da fahren wir mal hin und reden mal ein bisschen mit dem. Mal gucken, was der so vorhat. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt von U-Boot. Ich verabschiede mich von euch, Männers. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in der nächsten Folge.